Servus, hallo, liebe Freunde, Freunde, Bernd hier. Kommen wir mal wieder zum neuen Rundgang auf der Terrasse. Ich habe gedacht, wir machen noch neben den Chilis so ein bisschen was anderes. Aber die Chilis sind ja jetzt gerade das, was richtig faszinierend ist. Und das ist hier die Hawaii Beach Habanero Chili. Ihr seht, da werden immer mehr Früchte reif. Ich werde auch demnächst die ersten paar Früchte ernten. Und ich werde sie auch probieren. Allerdings wollte ich das nicht unbedingt heute machen, sondern ich mache das mal an einem anderen Tag, wenn ich ein bisschen mehr die Muße dazu habe, hier in diese Chilis reinzubeißen. Aber die Hawaii Beach Habanero hier, die schaut richtig cool aus. Man sieht aber, es gibt immer wieder Früchte, die haben so Nebenfrüchte ausgebildet. Man kennt das ja auch von Paprikas, wenn man die aufschneidet, dann sind in der Paprika manchmal so ganz, ganz kleine Mini-Paprikas. Ich gehe mal davon aus, dass es die gleiche Ursache, nur eben, dass es bei den Chilis, bisher zumindest bei mir, öfters so ist, dass dann die Früchte nebeneinander sind statt ineinander. Aber nichtsdestotrotz, ich finde diese Habanero auch von der Form her wirklich wunderschön. Wie sie schmecken wird und ob ich das so wunderschön finde, wenn ich da reinbeiße, muss man mal gucken. Meistens kommt der Habanero-Geschmack oder halt das, was man als Gewürz hat, in den Gerichten eher zur Geltung und hat dann für das Gericht so ein Pep, als wenn man in den Pepper hier selber direkt hineinbeißt. Nichtsdestotrotz schauen wir mal weiter. Welche Habanero haben wir denn hier? Oder ist es überhaupt eine Habanero? Das ist die zweite Hawaii Beach Habanero. Wie wir in den ganzen Updates immer gesehen haben, ist ja interessant, wie unterschiedlich die sich entwickeln. Hier haben wir auf der linken Seite eine fantastisch schöne Pflanze, auf der rechten Seite ein Drama. Und ich habe im letzten Video ja schon gesagt, je nachdem, für welche Pflanze man sich also in einem Kulturjahr entscheidet, ist es dann ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr. Also man kann es einfach davor nicht wirklich so genau sagen. Das ist so ähnlich, also hier bei der Maracuja im Hintergrund, ist ja jetzt heute nicht so das reine Chili-Update, ist es ja gleich. Hier haben wir eine Pflanze, die ist immens dicht. Vom Laub her richtig krass kompakt gewachsen und die zweite Pflanze da hinten, die dümpelt vor sich hin. Allerdings war die zweite Pflanze die mit den Maracuja-Früchten, die man schon probieren konnte, und die erste Pflanze, die ist einfach blühfaul. Dafür wächst sie super. Man kann nicht alles haben. Kommen wir zu der Chili, die ich von einem User zugeschickt bekommen hatte, von einem Zuschauer, und die macht sich wirklich gut. Die hat immens schnell das Wachstum hingehauen. Das ist so eine typische Sorte, die kannst du praktisch über das ganze Jahr ziehen und die ist innerhalb von ein paar Wochen groß, hat Früchte. Und das Interessante ist, seht ihr das vielleicht, die hat hier so eine ja, Narbenstruktur. Die hat so ein bisschen so diese Risse, wie man es von Jalapenos kennt. Aber im Allgemeinen eine wirklich schöne Pflanze. Könnte von mir aus ein bisschen kompakter wachsen. Da finde ich die Apache Chili eigentlich ganz cool. Die werde ich ja nächstes Jahr einfach wieder anbauen, weil kleine, kompakte Pflanzen sind toll. Und im letzten Video, oder im letzten Video zur Apache Chili hat man ja festgestellt, dass die so ganz komische Blütentrauben gebildet hat, was sehr untypisch war, aber sich da nicht wirklich eine Frucht draus gebildet hat. Irgendwann sind die Pflanzen auch kollabiert, muss man so sagen. Und dann waren sie einfach kaputt. Wie gesagt, die Maracuja. Die Maracuja hier, die ist richtig schön dicht belaubt von Blüten. Weit und breit erstmal nichts zu sehen. Zumindest sehe ich auch keine Blüte. Ein Prachtexemplar von einer Pflanze. Ich will jetzt keine Werbung für den Lieferanten machen, deswegen mache ich das Etikett hier weg. Ich weiß ja, dass es eine Edulis ist, also eine Maracuja-Pflanze. Und da, obwohl die so richtig toll gewachsen ist, ist es doch ein bisschen enttäuschend, was den Blütenreichtum betrifft. Aber so ist es. Anders schaut es hier bei vermutlich der Ananas Physalis aus. Viele kleine Früchte. Ups, die können wir jetzt mal probieren. Wie ein User geschrieben hat, so ein wahres Highlight ist es jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht nochmal anbauen. Ihr seht, die ist auch relativ trocken. Die letzten Tage waren so extrem heiß, dass die Pflanzen jetzt dann natürlich ein bisschen darunter gelitten haben. Aber so ist das. Ein wahres Highlight ist die Pflanze nicht, auch wenn sie schön ausschaut. Man muss jetzt nicht immer alles kultivieren, aber es war ein Test. Vielleicht ist die Frucht besser. Ups. Schauen ja schon ganz lecker aus.
Aber auch mit der ist es jetzt nicht viel besser geworden. Richtig geil ist die Sugar Rush Stripey. Kann man ruhig auch auf Schwäbisch sagen, das ist richtig toll. Aber ihr seht, die Blätter sind hier gelb. Das liegt nicht daran, weil die Pflanze krank ist, sondern die Pflanze ist richtig trocken. Und da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Die letzten Tage waren wieder immens heiß, obwohl es die Tage davor wirklich geschüttet hat und geregnet hat und der Wetterbericht euch Hoffnung gegeben hat, bald wird es aufhören mit dem Regen. Kam trotzdem wieder Regen. Und ich habe schon einen Gartenschlauch bereit liegen, damit ich die Pflanzen gießen kann. Obwohl die Früchte auch richtig schön ausschauen, muss ich sagen, es ist weit und breit kein Stripe zu sehen. Ich habe schon mal in die Früchte reingebissen, das war aber schon im Sommer. Und ich muss sagen, die haben richtig, 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 richtig viel Schärfe. Die zweite Pflanze ist deutlich kompakter, hängt aber auch nicht weniger voll mit Früchten. Sehr, sehr produktive Pflanze und so ein typischer Kandidat für Chili, die ich im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder anbauen möchte. Richtig toll. Und ja, gestript ist nichts. Stand aber auch in der Beschreibung bei der Sorte, dass sie noch nicht so ganz stabil ist. Oh, hier ist eine getrocknete, gefaulte Chili. Die trocknen und faulen schon an der Pflanze. Es liegt aber einfach daran, weil wirklich das Wetter so richtig, richtig übel war die letzten Tage. Wir wollen uns ja nicht beschweren, dass es geregnet hat, aber warum ist hier eigentlich ein dunkles Haar? Haben ein Haar in der Chili. Nichtsdestotrotz, das Wetter hat halt einfach dafür gesorgt, dass die Früchte natürlich auch gelitten haben. Das war auch bei der Paprika der Fall, haben wir in dem einen oder anderen Video gesehen. Kann man nichts machen, aber solange es bloß bei einer oder einzelnen Früchten war, hier sieht man auch nochmal Beschädigung an der Frucht, dann denke ich, kann man das überstehen. Was ich richtig cool finde, und da müssen wir jetzt mal zu einer anderen Pflanze gehen, zu der Papaya, die eichenblättrige Papaya. Ihr seht hier, die Früchte werden ein bisschen größer, sind aber auch Früchte dran. Viel größer wird es nicht, soweit ich es recherchiert habe, sind es wirklich so kleine Mini, ja, Bärchen, hätte ich schon fast gesagt, die hier heranwachsen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die schmecken. Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr cool, dass die Pflanze sich so gut entwickelt hat. Und ja, die haben auch durch dieses viele Regenwetter wirklich ein bisschen gelitten. Man sieht es an den Blättern, die sind so punktiert, aber das ist nicht so schlimm. Die wachsen immer weiter hoch und schmeißt die unteren Blätter ab. Und die oberen Blätter sind ja tipptopp. Ich bin mal gespannt, wie groß ich die Pflanze noch bekommen werde. Es sind ja hier im Topf zwei Pflanzen. Zuerst dachte ich ja, vielleicht ist bloß eine, die sich geteilt hat, aber es sind definitiv zwei. Sieht man hier unten. Und auch die zweite Pflanze macht hier Blüten und da ist eine kleine Frucht. Ich hoffe, die fällt nicht gleich ab. Hier sieht man es. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr, wenn die Pflanze richtig groß wird. Ich finde es ja richtig cool, wenn so Exoten lange halten und man die richtig lang erfolgreich kultivieren kann. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das auch toll findet. Also Papaya fasziniert mich. Die nächsten Papaya-Sorten kommen natürlich auch nächstes Jahr ganz stark. Hoffe ich doch, dass das nächstes Jahr richtig stark wird, das Thema. Und die andere Papaya, die hier unten wächst, ja, die macht Blüten, aber bisher ist von Früchten nichts zu sehen. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch gedulden. Das Jahr der Gurken ist an und für sich gelaufen. Das werden wir dann sehen beim nächsten Rundgang im anderen Teil vom Garten. Und ihr seht hier, wie extrem gut die Erdbeeren gewachsen sind. Also die haben sich hier richtig gut entwickelt, sind richtig schön kräftige Pflanzen geworden. Das heißt, da wird man sich dann im nächsten Jahr richtig freuen können. Und ja, hier ist die andere Passionsblume, die richtig ja, Laub abgeworfen hat, aber sie hat auch schon Früchte geliefert, habe ich euch auch schon gezeigt. Basilikum ist aktuell am Blühen. Basilikum, die Blüten abmachen, Pflanze radikal zurückschneiden, so auf 10, 15 cm, und dann treibt auch wieder schön aus und dann hat man wieder mehr vom Basilikum. Aber kommen wir jetzt zurück zum scharfen Teil des Videos, nämlich den Chilis. Und wen haben wir da? Wahrscheinlich ist das die schlechtere von den beiden Sorten. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich total lustig und ich denke, ihr findet es vielleicht auch spannend, dass es wirklich explizit bei gleicher Kultur immer zwei Ergebnisse gab. Hier haben wir die Achi Dulce Royo und auch hier ist es natürlich so, eine Pflanze mega, die andere Pflanze der absolute Fail. Und es ist wirklich faszinierend, dass man das, also auch bei der Sugar Rush Stripey, eine ist kleiner, eine ist größer.
bei gleicher Kultur, bei gleichem Düngergabe, bei gleichem Substrat eben feststellen muss, dass sich die Pflanzen so krass unterschiedlich entwickeln. Deswegen gehe ich auf die schönere Pflanze ein. Grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, okay, lohnt es sich überhaupt, die Pflanzen, wenn sie so rumkränkeln, weiter zu kultivieren oder nicht? Für so ein Vergleichsvideo, wie es jetzt bei mir der Fall ist, dass man sagt, okay, ich habe die Pflanzen jetzt so und so gezogen und eine wächst so, die andere wächst so, ist es natürlich gut, wenn man sagt, okay, ich kultiviere die weiter. Wenn es jetzt aber eine Pflanze ist, die wirklich so krass unterschiedlich sich entwickelt, obwohl die Nachbarpflanze wirklich tipptopp ausschaut, so wie das jetzt eben hier bei der Hawaii Beach Habanero der Fall ist. Ganz ehrlich, ich würde lieber so eine Pflanze weiter kultivieren und die andere nicht weiter kultivieren. Einfach aus dem Grund, weil es ist doch wirklich sinnvoller, eine gesunde Pflanze, die richtig schön schon voll hängt mit Früchten, weiter zu pflegen, als eine Pflanze, die sehr, sehr wenig Ertrag liefert. Einfach weil sie wirklich nicht gut im Wachstum ist. Unabhängig davon, wie sie sich weiterentwickeln, dann würde ich einfach die Pflanze rausnehmen. Dann ist es kompostiert. Es ist passiert in der Natur so oft, dass eine Pflanze kompostiert von Natur aus und darauf dann eben eine andere Pflanze sich besser entwickelt. Deswegen, ich würde da sagen, die wird sich nicht gut entwickeln, einfach weg und dann ist es einfach so. Man muss das nicht betütteln, sondern man muss sich daran erfreuen, dass man die gesunden, starken Pflanzen weiter kultiviert. Ihr könnt ja mal gerne euer Kommentar dazu abgeben, aber ich finde, es hat dann auch einen Vorteil, man kann die Pflanze, die man weiter kultiviert, dementsprechend noch mal sozusagen doppelt besser kultivieren. Das heißt, man hat im Endeffekt hat man für die gesunde Pflanze mehr Wasser zur Verfügung, mehr Nährstoffe, mehr irgendwas zur Verfügung. Man könnte die gesunde Pflanze theoretisch dann auch in einen doppelten Topf vom Volumen her einpflanzen, weil man das gleiche Volumen, was man hier eingesetzt hätte, schon direkt hier einsetzen können. Die Pflanze wäre nochmal größer und gesünder gewachsen und so weiter und so fort. Natürlich ist das alles eine reine Philosophiefrage, aber kommen wir zu Achi Dulce Rojo zurück. Was mich fasziniert, ist die Größe der Früchte. Schaut euch das mal an. Also zum Vergleich, meine Handschuhgröße beim Fahrradfahren ist XL oder generell ist die Handschuhgröße XL. Das heißt, so kleine Hände habe ich nicht. Und schaut euch das mal an. Ist so fast wie eine Paprika von der Größe her. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie vom Geschmack her ist. Und es ist jetzt nicht die einzige Frucht, die wirklich so groß ist, sondern die sind alle nach und nach so riesengroß. Also man sieht das auch schon bei einzelnen großen, kleinen, grünen Früchten. Die haben Potenzial, richtig groß zu sein. Ich habe es schon mal in einem Video erwähnt. Hier könnte man wirklich überlegen, ob man die nicht mit irgendwas füllt. Da muss ich mal gucken. Fühlen sich auch vom Ding her. Ich weiß nicht, ob man es hört. Die hört sich auch von der Struktur her relativ fest und dickwandig an. Also sehr, sehr interessant. Kommen wir zu weiteren Chilis. Wie gesagt, die müssen gegossen werden. Die schauen jetzt ein bisschen ungegossen aus. Wen haben wir denn da? Ich muss jetzt mal ganz kurz aufs Etikett spiegeln. Das hier ist die SLP 3036. Wunderschöne lampionförmige orangefarbene Früchte. So langsam kommt die Sonne raus. Das heißt, wir haben hier ein bisschen lichttechnische Differenzen. Mal hell, mal dunkel. Und ja, ist auch eine schöne Sorte. Ist auch gut bestückt, was Früchte betrifft. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, wie sie schmecken wird. Ist jetzt nicht so toll kompakt vom Wuchs her wie die anderen Chilis. Hat jetzt auch zeitweise immer wieder sehr starken Laubfall gehabt. Bei so einer Pflanze, die wirklich so lange Triebe macht, man sieht das hier, wie lang die Seitentriebe teilweise sind, hätte ich gesagt, macht die Triebspitzen ab, dass er einfach nochmal stärker verzweigt. Aber nichtsdestotrotz eigentlich eine ganz gute Pflanze. Kommen wir zu einer Chili, die ich auch toll finde. Während ich jetzt hier die Chili, na, jetzt komme ich nicht drauf, White Fantasy, einfach mal hier verschiebe, kommen wir zu einer Chili, Achi Limo Royo. Das ist eine Chili, die hat, da habe ich schon gesagt, das sind eigentlich so die Chilis von der Form her, die ich am schönsten finde. Wenn ich auch die Habaneros vom Geschmack her am schönsten finde. Die wächst relativ kompakt, ist sehr ertragreich,
Und in dem Fall sind eigentlich beide Pflanzen ganz gut unterwegs. Hier in dem Fall sind zwei Pflanzen im Topf. Und hier ist bloß eine Pflanze im Topf. Die sind ungefähr vom Wuchs her sind sie ähnlich. Und deswegen würde ich sagen, die haben sich bisher am besten geschlagen. Im Hintergrund hört ihr Hunde, die schlagen sich jetzt auch gerade, die bellen hier gerade so rum. Ist immer wieder schön, so Hunde im Hintergrund zu haben. Katzenvideos sind eigentlich immer besser. Die Katzen sind ja auch gerade ausgesperrt. Da sehen wir hier die Blondie Chili. Das ist auch eine sehr ertragreiche Chili. Die habe ich ja vom letzten Jahr überwintert. Sehr, sehr viele Früchte sind hier dran. Und ja, immer noch stelle ich mir die Frage, welche Chili ich weiter überwintern soll. Ist natürlich auch immer eine Platzfrage. Logisch wird für euch wahrscheinlich sein, wenn ich jetzt zwei gleiche Pflanzen habe. Eine ist besser als die andere, dass ich die bessere überwintern werde. Logisch, weil die ist kräftiger, die ist besser entwickelt, die ist gesünder, die ist fitter. Und jetzt gucken wir hier weiter. Was haben wir hier? Eine Achihombo. Jetzt muss ich mal überlegen, ob diese Pflanzen, diese Chilis, überhaupt die Früchte ausfärben. Ich bin mir jetzt gar nicht mal mehr so sicher. Muss ich jetzt einfach mal nachschauen. Kurzer Cut. So, ich bin jetzt hier mal auf der Seite von Semillas. Da habe ich ja die Samen herbekommen. Und wenn ich das richtig sehe, dann werden die Früchte hier rot. Achihombo. Tja, bisher sehe ich noch keine rote Frucht. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber wenn ich mir hier auf der Seite mal die Chilisorten anschaue, ich habe ja schon einiges angebaut gehabt. Da fällt es mir zwar schwer, für nächstes Jahr eine Sorte rauszusuchen, aber ich habe mich ja dazu entschieden, dass ich die Jalapenos machen möchte. Wobei die Achi Criollo eigentlich auch ganz interessant wäre. Aber Criollo, apropos Criollo, zu den Kakaopflanzen kommen wir auch noch zu sprechen. Da gibt es ja auch eine Criollo-Sorte. Oder gab es? Gucken wir mal weiter. Achihombo, bisher richtig schön. Beide Pflanzen haben sich gut entwickelt. Jetzt bin ich ja vom Winkel her nicht so optimal. Kongo, ist das die gleiche? Ja, Achihombo. Achihombo. Beide Pflanzen schauen gut aus. Bisher noch keine ausgefärbte Frucht. Ich habe im letzten Video schon spekuliert, ob es sich hierbei vielleicht um die White Giant handelt. Dass sie vielleicht fehlbeschriftet war auf der Packung, weil bisher es ist wirklich keine ausgefärbte Frucht vorhanden. Und das macht mich schon ein wenig stutzig. Denn es hängen wunderschöne, große, helle Früchte an der Pflanze. Wirklich groß. Aber ich weiß es nicht, wie lange die braucht, bis sie sich ausfärbt. Nichtsdestotrotz, beide Pflanzen eigentlich von der Grundsubstanz her echt gut entwickelt. Aber bisher noch nichts ausgefärbt. Dann kommen wir hier zu einer weiteren Habanero. Ich habe ja dieses Jahr Habanero gemacht, Black Habanero. Bisher sehe ich aber noch keine ausgefärbte Habanero. Deswegen, also wenn die Black Habanero jetzt auch noch nicht ausgefärbt ist, kann es natürlich sein, dass das alles ein bisschen später passieren wird. Aber auch die Black Habanero hat sich trotz ein paar Problemchen, die man hier immer an den Blättern sieht, durchaus wacker geschlagen. Aber das ist auch so ein Kandidat, den werde ich definitiv nicht überwintern, den werde ich lieber aus Samen neu ziehen und ja, gucken wir weiter. Hier sind ein paar rote Chilis dran. Rote Chilis sind gute Chilis. Das ist die Kongo Trinidad. Eine Chili, in die man nicht unbedingt so direkt reinbeißen sollte, weil die natürlich chili-typisch sehr, sehr scharf ist. Und ihr habt gehört, ich habe jetzt schon was hin und her geschoben. Die Criollo habe ich erwähnt. Theobroma Kakao. Ihr wisst, ich habe ein paar Kakaopflanzen ausgesät. Und die tun sich teilweise wirklich schwer. Die wachsen zum einen sehr, sehr langsam. Die Criollo-Sorte, die ist gnadenlos eingegangen. Hieß auch schon so, oder in der Beschreibung, dass sie wirklich sehr, sehr anfällig ist. Das heißt, dieses Sensibelchen werde ich zukünftig anders kultivieren müssen. Gleichzeitig ist hier die Forastero-Sorte eine, die sich wacker schlägt. Hier haben wir zwar das erste Hauptblatt, das erste richtige Blatt, aber sie macht jetzt schon die weiteren nächsten Blätter. Man muss sehr, sehr aufpassen, habe ich festgestellt, dass sie nicht zu nass steht. Wobei das Spannende war, wo ich sie in Costa Rica entdeckt hatte, die Kakaopflanze, teilweise standen die wirklich nass, teilweise standen die aber auch extrem trocken. Das heißt, da muss ich mich noch herantasten, wie ich die Pflanzen am besten kultiviere. Dafür muss ich sagen,
Atrocarpus heterophyllus, die Jackfrucht. Die sind jetzt am Keimen, die Pflanzen. Die scheinen so bisher kein Problem zu haben. Der Brotfruchtbaum, da ist bisher noch nicht viel passiert. Die sind zwar angewurzelt, man kann die Samen dann nicht rausziehen, die sind richtig schön fest. Da habe ich bisher noch keinen Keimling gesehen. Von daher müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden bis zum nächsten Update, was die Brotfruchtbäume betrifft. Aber Kakao ist nicht so einfach. Nichtsdestotrotz, ich werde es schaffen. Und damit ihr seht, dass ich das geschafft habe, müsst ihr den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sind noch nicht am Ende vom Video. Jetzt kommen wir wieder zur Kongo Trinidad. Beide Pflanzen schauen echt gut aus. Eine ist schon weiter, was die Fruchtreife betrifft. Richtig schön. Kleine, niedliche, süße Habaneros. Und so finde ich eigentlich die Pflanze ganz nett. Hätte aber deutlich größer werden können. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Muss mal gucken. Ich habe sie ja relativ spät im Jahr gezogen. Das heißt, die Pflanzen haben natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie so groß geworden sind. Deswegen will ich mich da nicht beklagen. Jetzt kommen wir zu einer Pflanze. Die ist hartnäckig. Die ist sehr, sehr schwer in der Kultur, in der Keimung, muss ich sagen. Ist die White Giant Habanero. Gehen wir mal in die Sonne. Ja. Ihr seht, ihr werdet schon von der White Giant geblendet. So white, wie die ist. Im Moment ist die auch noch gar nicht so white, dass sie wirklich so white ist, wie man sich denken könnte. Könnte ein bisschen heller sein, aber richtig schöne Pflanzen, richtig schöne Pflanzen, richtig schöne Früchte, richtig große Früchte vor allem. Und wir haben festgestellt, dass die in der Küche wirklich auch einen richtig guten Geschmack mit einbringt, was natürlich Habanero typisch ist. Aber sie ist nicht so einfach von der Kultur. Das war eine von den Pflanzen, die am längsten gebraucht hat, bis sie erfolgreich gekeimt ist. Aber ihr seht, sie hat wirklich im Vergleich zu den anderen Pflanzen, wenn man die vergleicht, wirklich sehr schnell aufgeholt. Auch was den Fruchtbehang betrifft und so weiter und so fort. Wen haben wir da? Die Avenir. Eine Chili, die richtig viele Probleme hatte. Man sieht das an der Pflanze hier. Die teilweise ist es noch klein, aber ein Trieb ist richtig durchgeschossen und ist jetzt auch stark mit Früchten behangen. Eine Frucht hat sich schon ausgefärbt. Das heißt, wir werden auch in absehbarer Zeit die Avenir Chili probieren können. Als Vergleich, ebenfalls extrem spät gekeimt, zufällig entdeckt, war hier die beiden White Giant Habaneros. Je nachdem, wie der Witterungsverlauf ist dieses Jahr, kann es natürlich sein, dass sie noch blühen werden. Blütenknospen sind schon erkennbar, aber ich glaube, die Fruchtreife wird nicht ganz so passen. Fruchtreife ist hier bei der roten Paprika bald soweit. Man sieht schon, dass sie leicht rot wird. Es hat sie im Hintergrund schon leicht geknackt. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein bei den Paprikas. Nicht, dass sie krack macht und dann hängt die da unten. Wäre nicht so toll. Eine Paprika ist die Orangene. Die ist schon praktisch reif. Die hat hier eine kleine Macke. Das heißt, die werde ich jetzt demnächst entfernen müssen. Damit die nicht wegfault, schneidet man dann einfach raus. Da ist jetzt nichts geschimmelt oder so. Ich schätze mal einfach mal, da ist ein Pieks. Jetzt seht ihr nichts, ist ja lustig. Hier, was reif ist, ist hier die orangene Paprika. Die kann man schon abmachen. Das ist zwar hier leicht grünlich, hat die aber einen Pieks abbekommen. Der war vor kurzem noch nicht da. Das heißt, die muss geerntet und verarbeitet werden. Ganz, ganz wichtig. Aber ihr seht, da sind noch weitere Paprikas dran. Und da kann man sich demnächst freuen. Und ein Zufallssämling von Chili ist hier gewachsen, im Topf des Ficus Benjamini. Hat helle Früchte. Ich bin gespannt, was es ist. Ich kann es euch auf den Anhieb noch nicht sagen. Vielleicht ist es eine Apache Chili aus dem letzten Jahr, aber ist schön am Blühen. Ist sehr spät im Jahr gekeimt, habe ich ihn entdeckt, habe ihn erwachsen lassen und ich bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Tja, Benjamini ist ganz gut, wenn man ihn im Sommer draußen kultiviert. Das Video wird heute wieder richtig lang, aber dafür ist viel Inhalt. Ja, draußen kultivieren wird jetzt auch gegossen. Da muss ich mich jetzt ranhalten, damit eben hier diese Pflanzen weiterhin gut wachsen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es hier in die Blumentöpfe der Chilis. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.